Ja, ich möchte jetzt auch ganz herzlich von Tempelhofseite begrüßen. Mit einigen war ich ja gerade eben schon auf der Führung und durfte einfach schon einiges so vermitteln, was Tempelhof so ausmacht. Für die, die jetzt nicht dabei waren, eben wir leben jetzt seit 6 Jahren hier. Und ja, unsere Hauptausrichtung war ökologisch, ökonomisch und sozial neue Wege gehen. Und es war, dass wir alle das Gefühl hatten, die Gruppe, die sich in München gebildet hatte, dass wir eigentlich kein Bewusstseinsproblem haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Und ich glaube, das ist auch das, warum viele unser Projekt interessant finden, auch wenn wir Fehler machen, auch wenn uns manches gelingt, manches nicht so, aber dass wir uns einfach wirklich so uns selbst zum Versuch gemacht haben. Also wirklich hier zu sagen, okay, wie geht es denn? Wie geht es, wenn wir alle näher zusammenrücken? Wie geht es, wenn wir auf weniger Raum leben? Wie geht es, wenn wir ressourcenschonend, indem wir alle Carsharing machen? Wie geht es, wenn wir solidarische Landwirtschaft uns so gemeinschaftlich versorgen? Und wie geht es auch, wenn wir so nah zusammenrücken, wo einfach sonstige Möglichkeiten, sich zu zeigen oder nicht zu zeigen, einfach doch weniger werden? Also es ist ein großes Feld zum sozialen Wachsen, zum persönlichen Wachstum, und es ist auch was, was in so einem Feld einfach auch ein Wille dazu da sein muss, dass es gelingen kann. Und dann hat es einfach ein ganz, ganz großes Potenzial. Ja, Tempelhof als ein lebenslanger Lernort. Also die Kinder, bei denen geht es wahrscheinlich am allerschnellsten. Also wir merken hier gerade Erwachsene oder in vielen Bereichen, da geht es auch oft ums Verlernen. Also dass überhaupt ein neuer Raum wieder entsteht, auf dem was anderes möglich ist. Also wenn wir so schnell von Dingen sprechen, Kooperation statt Konkurrenz, dann haben wir da schon ein bisschen was im Rucksack aus unserer Sozialisation. Oder es ist schnell und schön gesagt, Vertrauenskultur statt Angstkultur. Aber wie viele Ängste habe ich? Wo gebe ich Vertrauen? Vertrauen kann man nicht machen, Vertrauen kann man nur selber geben. Und das ist einfach so ein großes Spielfeld, mit dem wir hier gehen dürfen und auch angepasst an die, wir sprechen oft gern von einem großen Lebensrat. In jeder Lebensphase gilt es immer wieder was Neues zu lernen und es gibt immer wieder was Neues zum Erblühen zu bringen. Und wir sind oft so auf die ersten Lebensphasen konzentriert, dass wir oft gar keinen Blick mehr darauf haben, was kommt denn an Schönem mit der Reife des Lebens. Was kommt an Schönem mit jeder neuen Lebensstufe? Und das ist so, bei mir war es so, in meinem Sozialpädagogikstudium hat mich das sehr fasziniert. Damals war, wir hatten viel von Ivan Illich und wir waren auch so in der Nach-68er-Zeit und so das Gefühl, wir können die Welt verändern. Also auch wahnsinnig engagierte Dozenten. Also was ich als ein großes Geschenk in meinem Leben finde. Und es war immer die Frage, wo lassen wir uns durch Experten entmündigen? Und wie holen wir eigentlich die ganze Lebenskraft wieder zu uns zurück? Also, dass wir lernen, wie können wir einfach mit Geburt umgehen, wie können wir mit Tod, mit Pflege, mit verschiedenen Krisen im Leben, wie können wir gesundheitlich mit unserem Wissen, was braucht denn unser Körper, also vieles wieder zu uns nehmen. Und ich finde, für solche Bereiche ist Gemeinschaft und das ganze Wissen, das da zusammenkommt, einfach eine wunderbare Möglichkeit. Und dieses, ich glaube, das ist ein so ein Teil, wer in Gemeinschaft wieder zutiefst in Verbindung kommen, in Verbindung mit dem anderen, aber hier gerade mit unserer ganzen Natur, die wir drumherum haben, die Böden, die wir selber bewirtschaften, die Permakultur, die hier ist, auch unsere Vision, also wir haben hier hinten unsere Visionen und Werte auch stehen, einfach auch die ökonomische Transformation. Also sehr transparent zu machen, was besitzen wir, was brauchen wir, wenn ich was brauche, wie kann ich das kundtun, damit mich die anderen unterstützen können. Also gerade so diesen Wandel in diesem, ich glaube, der uns ja oft so dazu gebracht hat, dass wir viel zu viele Ressourcen verbrauchen. Nico Pech spricht ja auch, es braucht die Befreiung vom Überfluss. Also dass wir eigentlich wieder lernen, die Qualität vom Leben ist ein sozialer Reichtum. Und es ist nur sehr begrenzt ein materieller Reichtum. Ja, und da könnte ich zu Tempelhof viel erzählen. Ich finde es jetzt gerade wunderbar.
dass Sie alle hier sind und dass wir jetzt auch im vierten Jahr mit unserer Schule sind und da einfach gerade bei unseren Schülern auch ganz viel miterleben können. Manchmal mit ein bisschen Neid oder mit so einem, ach, hätte ich auch gern gehabt. Nicht Neid, aber schon so, okay, wer auch. Also wenn die manchmal so mit ihrem Jahresbogen kommen, über 20 Seiten, mit diesem eigenen Feedback, was kann ich und was kann ich noch nicht und was hat mir Freude gemacht und so. Und wir hatten immer so diese dünnen Noten, Fleiß so und so, Betragen so und so, Punkt. Also, und das finde ich ist schon so einfach auch ein ganz, ganz großes Geschenk und auch so vielleicht noch eine persönliche Wahrnehmung, einfach auch so, wenn dieses immer gesehen werden bei Kindern möglich ist, wie anders die Pubertät aussieht. Das finde ich eigentlich ganz großartig. Das hier mitzukriegen, dass dann kommt so dieser Pubertätskokon, aber gar nicht so diese große Aggression nach außen, sondern wirklich dieser große Umbau in sich und richtig schön zu beobachten, wenn sie sich da wieder anfangen zu entfalten und da sich so wieder mehr zu beteiligen. Und ich begleite hier auch immer wieder die ÖFEJ, also die teilweise von normalen Schulen kommen, und da dann einfach so zu sehen, ja, Abitur mit 1,4 gemacht, super. Aber dann stellt man die Frage, was macht dir denn Spaß? Was willst du denn hier kennenlernen? Ja, und dann kommt oft so gar nichts. Also da ist so ein, in dieser ganzen Anpassung ist so ein kleines Ich entstanden. Und es dann viel Raum braucht und viel Zeit braucht, um sich wieder zu entfalten. Und ich denke, wenn wir da mitwirken können, dass das gar nicht passieren muss. Und ja, dann ist es einfach großartig.